Der Abgrund in Zelda ist so ziemlich der mysteriöseste Ort von allen. In kompletter Finsternis gehüllt, umgeben von merkwürdigen Strukturen, Statuen, Minen, aber auch verschiedene Monsterarten. Doch was wirklich hinaussticht, sind die Schattenfiguren. Schattenfiguren, die die Hylianische Garde darstellen sollen. Soldaten, die im Krieg gegen die Verheerung gefallen sind. Und auch wenn sie äußerlich den aus Ocarina of Time ähneln, so ist ihr Ende und ihr Dasein auf die Verheerung von BOTW zurückzuführen. Denn über ihnen stehen Gedenksteine, die an die verlorenen Leben der Verheerung gedenken sollen. Aber weit darüber hinaus haben diese Schattenfiguren, die gefallenen Krieger, eine andere Funktion für uns. Wenn ihr diesen Figuren das allererste Mal begegnet, dann werdet ihr wahrscheinlich schon bemerkt haben, dass sie verschiedene Waffenarten tragen können. So können sie Lanzen, Großschwerter, aber auch normale Schwerter tragen. Doch der Unterschied zwischen deren Waffen und der Waffen der Oberwelt ist dieser, dass diese nicht vom Miasma zerfressen sind. Doch auf den ersten Blick kriegen wir immer nur sehr, sehr schlechte Reiseschwerter. Und deren Waffen sind teilweise gar nicht viel besser als die von Miasma zerfressenen Waffen. Aber dennoch kann man sich einen Nutzen aus dem Ganzen ziehen. Denn man kann selbst beeinflussen, welche Waffe von einer Schattenfigur getragen wird. Zerstört man das Äquivalent einer zerfressenen Miasma-Waffe auf der Oberwelt, so können die Schattenfiguren von nun an auch die Waffen tragen, ohne dass sie von Miasma zerfressen sind. Nehmen wir einmal als Beispiel das Garde-Zweihänderschwert. Dieses Schwert finden wir auch im Schloss, jedoch ist es hier zerfressen. Zerstören wir jetzt den Garde-Zweihänder, so taucht der Garde-Zweihänder in einer Statue auf, der auch ein Zweihänderschwert trägt. Und den Radius dieser Schattenfiguren kann man auch sogar eingrenzen. So befinden sich die spezifischen Waffen meist in den Regionen im Untergrund. Sprich, möchtest du die Zora-Waffen haben, gehst du unterhalb des Zora-Reiches. Und möchtest du die von den Goronen haben, gehst du unter den Goronen. Bei den Garde-Waffen scheint es wirklich so zu sein, als wären sie in der Nähe des Schlosses. An dieser Position befindet sich zum Beispiel eine Schattenfigur, die ein Zweihänder trägt. Und genau eben jene Schattenfigur ist wichtig. Denn mit dem Garde-Zweihänder lässt sich so ziemlich der größte Angriffs-Output erstellen. Die Zweihänder-Garde-Waffe hat nämlich noch einen versteckten Effekt. Ist sie kurz davor zu zerbrechen, steigert sich ihr Angriff. Aber es wird sogar krasser, erst wenn sie wirklich richtig vorm Zerbrechen ist, der allerletzte Schlag, dann steckt ihre Kraft ins Unermessliche. Nun habt ihr ja gelernt, dass die Waffen rotieren, aber was ist denn eigentlich, wenn die Waffe gar nicht dabei ist, die ich jetzt zum Beispiel haben möchte? Wenn ihr eine Säule mit einer Schattenfigur in der Ferne seht, dann speichert einfach ab. Lauft dann zu der Säule, checkt die Waffe und wenn sie das nicht ist, ladet einfach euren Spielstand. Dadurch resettet sich auch die Waffe, die ihr hält. Das macht ihr dann einfach so lange, bis ihr eure Waffe habt, die ihr haben möchtet. Und im Endeffekt sind das schon eigentlich alle Infos, die man über diese Schattenfiguren wissen muss. Aber hoffentlich konnte ich jetzt euren Nachfragen nachgehen und ihr hattet viel Spaß. Danke auf jeden Fall fürs Folgen von dem Kanal und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder.